Die Verleihung der Stadtrechte an Osterode ermöglichte erst eine Entwicklung, die den Ort zum Zentrum der Region aufsteigen ließ. Im Hinblick auf Wirtschaft, Kultur und nicht zuletzt Verwaltung erfüllte und erfüllt Osterode zahlreiche zentralörtliche Funktionen, die das Gemeinwesen bis heute auszeichnen. Städtische Freiheit und Bürgersinn bildeten die Grundlage für diese erfolgreiche Entwicklung. Daher kann die Stadtrechtsverleihung vor rund 800 Jahren als das zentrale Ereignis der Osteroder Geschichte gelten. Natürlich wurde das Geschehen in Osterode durch die jeweiligen Herrscher und somit insbesondere durch die Welfen geprägt. Als Herzöge von Bayern gehörten die Welfen zu den mächtigsten Familien des Reiches. Sie verfügten über umfangreiche Besitzungen und Rechte in Süddeutschland. Schließlich gelang es ihnen durch eine geschickte Heiratspolitik, auch im norddeutschen Raum eine Machtposition aufzubauen. So wurde es dem Welfen und bayerischen Herzog Heinrich dem Stolzen möglich, zusätzlich auch noch Herzog von Sachsen zu werden. Auch dessen Sohn Heinrich der Löwe trug beide Herzogtitel und herrschte als Herzog von Sachsen unter anderem seit Mitte des 12. Jahrhunderts auch im Raum Osterode. Mit dem Stammesherzogtum Sachsen ist nicht das Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen gemeint. Der sächsische Stammesbereich umfasste zur Zeit Heinrichs des Löwen den nordwestdeutschen Raum. Erst im Lauf der Jahrhunderte wanderte die Bezeichnung Sachsen, die nun als Name für ein Territorium diente, elbaufwärts nach Mitteldeutschland. Herzog Heinrich der Löwe versuchte, seine Machtposition in Norddeutschland systematisch auszubauen. Dadurch geriet er in zahlreiche Konflikte mit anderen Adeligen. So hatte Heinrich der Löwe namentlich gegen die Askanier viele Streitigkeiten auszufechten. Die Askanier waren ein altsächsisches Adelsgeschlecht, das eine umfangreiche Machtbasis im Ostharz, in Anhalt und in Brandenburg besaß. Im Zuge dieses Ringens um die Vorherrschaft musste Heinrich der Löwe auch eine kriegerische Auseinandersetzung gegen den Askanier Albrecht den Bären führen. In deren Verlauf wurde 1152 auch das Dorf Osterode zerstört. Der ehrgeizige Sachsenherzog Heinrich der Löwe geriet auch in Konflikte mit den Staufern, die damals als mächtiges Adelsgeschlecht die deutschen Könige und die Kaiser des Reiches stellten. Wegen einer verweigerten Heerfolge und den kaiserlichen Interessen im sächsischen Raum und in Schwaben überwarf sich Heinrich der Löwe mit dem Stauferkaiser Friedrich Barbarossa. Der Welfe unterlag und verlor 1180 seine Herzogtümer Sachsen und Bayern. Heinrich der Löwe musste für einige Jahre in die Verbannung und büßte den Großteil seiner Besitzungen ein. Lediglich seine Erbgüter um Braunschweig und Lüneburg konnte er behalten. Dieses verbliebene Erbe Heinrich des Löwen teilten seine drei Söhne auf. Der älteste Sohn Heinrich erhielt die welfischen Eigengüter im Westteil. Wilhelm bekam den Nordteil mit dem Hauptort Lüneburg. Otto wurde der mittlere Teil mit Braunschweig zugesprochen. Auch die Burgen am Südrand des Harzes, einschließlich der Burg Osterode, ordnete man seiner Herrschaft zu. Durch den Sturz des einst so mächtigen Herzogs Heinrich der Löwe entstand ein Machtvakuum, das seine Feinde nutzen wollten, um die früheren Gebiete des Sachsenherzogtums an sich zu reißen. So versuchten unter anderem die Hildesheimer Bischöfe, den Bereich um Osterode unter ihre Herrschaft zu bringen. Heinrich, dem ältesten Sohn Heinrichs des Löwen, oblag es, die Herrschaftsbasis der Welfen, soweit es eben ging, wiederherzustellen und abzusichern. Dieser Sohn Heinrich heiratete die Tochter des rheinischen Pfalzgrafen Konrad. Nach dem Tod seines Schwiegervaters Konrad kam der Welfe Heinrich als Erbe in den Besitz der rheinischen Pfalzgrafschaft und führte seitdem den Titel Pfalzgraf bei Rhein. Daneben verwendete er zeitweilig auch noch den Titel eines Herzogs von Sachsen, ohne jedoch die früher mit diesem Titel verbundenen Herrschaftsrechte ausüben zu können. Dem Pfalzgraf gelang es, trotz der schwierigen Verhältnisse, zumindest den welfischen Allodialbesitz zu behaupten. So konnte Pfalzgraf Heinrich zum Beispiel auch den Hildesheimer Einfluss im Bereich Osterode wieder zurückdrängen. Seit Ende des 12. Jahrhunderts übten hier wieder die Welfen die Herrschaft aus. Bei der Teilung des Erbes Heinrichs des Löwen unter seinen Söhnen erhielt dann König Otto IV. Unter anderem Osterode zugesprochen. Um das welfische Eigengut zu sichern, musste sich Pfalzgraf Heinrich zeitweilig auch gegen seinen eigenen Bruder Otto IV. Stellen.
Diesem einzigen Welfen auf dem Kaiserthron fehlten die Mittel, sich gegen seine staufischen Konkurrenten auf Dauer durchzusetzen. So scheiterte der Kaiser und König Otto IV. Schließlich und starb 1218 ohne Kinder zu hinterlassen. Als Erbe hatte Otto seinen älteren Bruder Pfalzgraf Heinrich eingesetzt, der somit auch die Herrschaft über Osterode antrat. Zur Zeit des Pfalzgrafen Heinrich bestand das Dorf Osterode schon seit mehreren Jahrhunderten. Bereits im 10. Jahrhundert hatte man diesen Rode-Ort angelegt. Dessen erster Siedlungsplatz befand sich auf der Höhe zwischen Söse und Apenke im Bereich der heutigen St. Jakobikirche. Auch ein Markt gehörte zu dem Ort und sorgte für einen gewissen Wohlstand, denn schon Mitte des 12. Jahrhunderts bezeichnete man Osterode als Villa Opulentissima, als wohlhabende Siedlung. Nach der Zerstörung des Dorfs Osterode 1152 im Zuge einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Welfen und den Askaniern erfolgte der Wiederaufbau jedoch nicht auf dem ursprünglichen Siedlungsplatz bei St. Jakobi. Stattdessen errichtete man das neue Dorf im Talgrund in der Nähe des Söseübergangs und an der Kreuzungsstelle verschiedener Fernstraßen. Auch die ursprünglich bei St. Jakobi befindliche Marktstelle wurde wegen der Kriegswirren in die Talsiedlung verlegt. Diese dörfliche Siedlung sollte sich dann im Zuge der welfischen Städtepolitik zu einer Stadt weiterentwickeln. Um das Jahr 1100 gab es im niedersächsischen Raum nur wenige Städte, wie zum Beispiel Goslar, Hildesheim oder Braunschweig. In diesen alten Städten hatten sich Gewohnheiten herausgebildet, die das Zusammenleben der Menschen in ihrem Gemeinwesen regelten. Im Lauf der Zeit entwickelten sich aus diesen Regelungen schließlich verbindliche Bestimmungen, die für die Stadteinwohner Rechtskraft besaßen. In den einzelnen Städten entstanden dabei unterschiedliche Stadtrechte. Es gab also, wenn man es so sagen will, keine einheitliche Kommunalverfassung. In einer Phase von 1180 bis etwa 1240 kam es in Nordwestdeutschland zu einer ganzen Reihe neuer Stadtgründungen bzw. zur Erhebung bereits bestehender Siedlungen zu Städten. Diese jüngeren Gründungen orientierten sich bei den Stadtrechten häufig an Rechtsgrundsätzen älterer Städte, die dann übernommen wurden. Bei den älteren Städten hatte die Verleihung von Stadtrechten meist den Abschluss einer Entwicklung dargestellt. Das heißt, Orte, die bereits die Größe und Funktion einer Stadt besaßen, wurden mit entsprechenden Privilegien versehen. Bei den jüngeren Stadtgründungen, die um das Jahr 1200 erfolgten, bezeichnete die Verleihung der Stadtrechte hingegen häufig erst den Ausgangspunkt einer Entwicklung, die von einer dörflichen Siedlung zur Stadt führte. Die Ausstattung eines Ortes mit Stadtrechten bedeutete die Gewährung einer gewissen Autonomie. Durch diese Freiheiten konnten Prozesse in Gang gesetzt werden, von denen nicht nur die neue Stadt selbst, sondern auch ihr Umfeld profitierten. Mit der Gründung einer Stadt förderte der Landesherr somit die Entwicklung seines Herrschaftsbereiches und stärkte insbesondere Handel und Gewerbe. In den Städten musste der Einzelne nicht mehr alle benötigten Produkte selbst herstellen. Die größere Einwohnerzahl ermöglichte eine fortschreitende Arbeitsteilung, die wiederum zu einer Steigerung und qualitativen Verbesserung der Produktion führte. Auch in den Bereichen der Dienstleistungen und der Bildung boten die größeren Gemeinwesen deutlich bessere Bedingungen. Die im Vergleich zu dörflichen Siedlungen sehr viel größere Leistungskraft der Städte sicherte und erweiterte wiederum die Machtbasis der Herzöge. So erzielten die Fürsten durch die neuen Städte zahlreiche Vorteile, obwohl sie doch durch die Gewährung städtischer Freiheiten auf bestimmte Elemente ihrer Herrschaft verzichteten. Die Verleihung eines Stadtrechtes war jedoch kein abschließender Prozess, sondern die Bestimmungen wurden immer wieder ergänzt und erweitert. Die ältesten Osteroder Stadtrechte gehen auf den Pfalzgrafen Heinrich zurück, der als Erbe seines kinderlos verstorbenen Bruders Kaiser Otto IV. Den Raum Osterode seit 1218 beherrschte. Pfalzgraf Heinrich verstarb 1227. Somit lässt sich die erste Stadtrechtsverleihung für Osterode auf den Zeitraum von 1218 bis 1227 eingrenzen. Die entsprechende Urkunde ist nicht erhalten, sodass das tatsächliche Datum der Stadtrechtsverleihung nicht genau zu ermitteln ist. Auch Pfalzgraf Heinrich hatte nach dem frühen Tod seines einzigen Sohnes keine weiteren männlichen Nachkommen.
Er setzte daher 1223 seinen Neffen Otto das Kind zu seinem Erben ein. Es wird davon ausgegangen, dass die Osteroder Stadtrechtsverleihung erst nach dieser Erbregelung, also ab Juli 1223, erfolgte. Tatsächlich war die Verleihung eines Stadtrechtes eine auf die Zukunft ausgerichtete Handlung, die keinen kurzfristigen Nutzen für den Herrscher brachte, sondern eher einer langfristigen Entwicklung dienen sollte. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass die Stadtrechtsverleihung durch Pfalzgraf Heinrich erst erfolgte, als dessen Nachfolge bereits geregelt war. Nach dem Tod des Pfalzgrafen Heinrich konnte Otto das Kind den gesamten welfischen Besitz wieder in seiner Hand vereinen. Otto das Kind erzielte einen Ausgleich mit dem Stauferkaiser Friedrich II. Und erreichte 1235 die Erhebung seiner Erblande zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg. Dieses Herzogtum war fortan ein erbliches Reichslehen, mit dem Kaiser Friedrich II. Den Welfen Otto das Kind belehnte. Otto das Kind konnte nunmehr als Reichsfürst den Titel Herzog zu Braunschweig und Lüneburg führen. Und er hatte damit die Eingliederung seiner Lande in die Herrschaftsordnung des Reiches erreicht. Somit konnten die ungeklärten Machtverhältnisse bereinigt werden, die nach dem Sturz Heinrichs des Löwen die Stellung der Welfen erheblich beeinträchtigt hatten. Auch die Stadt Osterode lag im neu geschaffenen Herzogtum Braunschweig-Lüneburg. Herzog Otto das Kind bestätigte die Osteroder Stadtrechte, die von seinem Onkel, dem Pfalzgrafen Heinrich, verliehen wurden. Darüber hinaus gewährte er noch einige Rechtserweiterungen, die der Förderung der jungen Stadt dienen sollten. So befreite der Herzog die Osteroder von einer Abgabe, die als Ungeld bezeichnet wurde, und gewährte den Osterodern die Zollfreiheit in der Stadt Braunschweig. Diese Zollbefreiung deutet auf Handelsbeziehungen hin, die damals schon zwischen der Stadt am Südharz und Braunschweig bestanden. Einen weiteren Hinweis auf die wirtschaftliche Betätigung der Osteroder liefert eine andere Regelung der Urkunde von 1239. Die Einfuhr von Goslarer Bier in die Stadt bedurfte fortan einer Genehmigung durch die Osteroder. Mit dieser Maßnahme sollte das damals schon tätige Osteroder Braugewerbe gegen die Goslarer Konkurrenz geschützt werden. Zu dieser Zeit braute man in Osterode schon nicht mehr nur für den Bedarf der Stadtbewohner, sondern produzierte darüber hinaus auch Bier, das auch in der Umgebung verkauft werden sollte. Da in der Region um Osterode aber auch die Brauerzeugnisse aus Goslar getrunken wurden, versuchten die Osteroder, diese lästige Konkurrenz loszuwerden. Und sie hatten damit Erfolg. Gegen eine entsprechende Zahlung erhielten die Osteroder von den Herzögen das Privileg, dass auch in der Umgebung der Stadt kein Goslarer Bier mehr verkauft werden durfte. Man hatte sich also ein wichtiges Monopol gesichert. Die Stadt im Mittelalter unterschied sich von ihrem Umland vor allem durch ihr besonderes Recht. Neben dem Stadtrechtsprivileg gehörten aber auch noch weitere Merkmale zu einer Stadt. So werden Bürger und Rat genannt. Eine eigene städtische Gerichtsbarkeit spricht Recht. Die Stadt führt ein eigenes Siegel. Es gibt eine Stadtbefestigung und eine Pfarrkirche. Ein Markt dient dem Handel. In einer Münzprägestätte wird Geld hergestellt. Und das Gemeinwesen ist zur Erhebung von Zoll berechtigt. Osterode konnte all diese Stadtmerkmale in einem relativ kurzen Zeitraum in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erwerben. Dies macht deutlich, dass die Stadtwerdung Osterodes bis etwa 1240 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Natürlich konnte man sich bei der Ausgestaltung der Osteroder Stadtverfassung und ihrer Institutionen an den bewährten und anerkannten Vorbildern anderer Städte orientieren. Zwar unterschieden sich die Rechte der einzelnen Städte in vielen Punkten und man war noch sehr weit entfernt von einer einheitlichen Städteordnung. Aber es gab doch schon gewisse Charakteristika, die allen deutschen Stadtverfassungen gemein waren, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Rates. Das heißt, die Grundsätze für eine städtische Gemeinschaft mussten nicht erst entwickelt werden, deren lokale Ausgestaltung blieb jedoch eine Herausforderung für die Osteroder. In Osterode findet sich die Bezeichnung Bürger schon bald in den Urkunden, die kurz nach der Stadtrechtsverleihung ausgestellt wurden. Und tatsächlich war die von Bürgern gebildete, korporativ verfasste Gemeinschaft das wichtigste Element einer Stadt. Das Osteroder Bürgerrecht konnte,
sofern keine Hinderungsgründe vorlagen, durch Bezahlung einer Gebühr erworben werden. Mit der Aufnahme in die Bürgerschaft wurde man Mitglied in einer Gemeinschaft, die Freiheiten und Schutz gewährte, aber auch eine Reihe von Pflichten mit sich brachte. Der Bürger unterwarf sich der städtischen Gerichtsbarkeit, er wurde andererseits aber auch in seinen Rechtsinteressen von der Stadt vertreten, wenn er in Auseinandersetzungen mit auswärtigen Instanzen verwickelt war. Der Bürger musste Dienste leisten und Steuern zahlen, genoss dafür aber auch die Teilhabe an den Privilegien, die nur den Bürgern vorbehalten blieben. Bei Verstößen gegen die städtischen Statuten konnte das Osterroder Bürgerrecht wieder entzogen werden. So diente die Möglichkeit, das Bürgerrecht wieder zu entziehen, auch zur Durchsetzung von Recht und Geboten. Nach den patriarchalischen Auffassungen der damaligen Zeit erwarb in der Regel ein Mann das Bürgerrecht für sich. Seine Familie und gegebenenfalls weitere Menschen, die in seinem Haushalt lebten, galten dabei jedoch als Haus- oder Schutzgenossen. Sie hatten somit indirekt einen gewissen Anteil an den Vergünstigungen, die das Bürgerrecht gewährte. Bürgerwitwen konnten mit Einschränkungen die Rechtsstellung ihres verstorbenen Ehemannes für sich nutzen. Jeder Osterroder Bürger hatte ein Bürgereid zu schwören, mit dem er sich zur Einhaltung der Stadtstatuten, zur Zahlung der Abgaben sowie zur Unterstützung von Rat und Bürgermeister verpflichtete. Mit diesem Schwur trat der Neubürger dem Gesamteid der Bürgerschaft bei, der alljährlich wiederholt wurde. Der gemeinsam abgelegte Eid war für den Menschen des Mittelalters sicherlich nicht nur ein rein formal verwaltungstechnischer Akt. Vielmehr bildete er die Grundlage für die Zusammengehörigkeit der Bürger einer Stadt. Wie auch in anderen Städten üblich, verlas man in Osterode in jedem Jahr die Stadtstatuten öffentlich am Rathaus an einem festgesetzten Tag, hier jeweils am Montag nach Dreikönig. Die Bürger waren zur Teilnahme an dieser Versammlung verpflichtet und mussten schwören, die Statuten treulich und gehorsam zu beachten. Daneben und unabhängig davon mussten Osterroder Bürger auch einen Huldigungseid leisten, mit dem sie ihre Treue gegenüber dem Landesherrn gelobten. Außer den Bürgern gab es noch weitere Einwohner der Stadt, die das Osterroder Bürgerrecht nicht erworben hatten. Diese Einwohner, wie zum Beispiel Gesellen oder Knechte, galten, im Gegensatz zu den Fremden, durchaus als der Stadt angehörig. Diese Osterroder ohne Bürgerrecht, die man auch als Häuslinge bezeichnete, hatten sich mit Abgaben am städtischen Haushalt zu beteiligen. Ihnen blieben jedoch Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen der städtischen Autonomie sowie Hauseigentum und bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten verwehrt. Aus den mittelalterlichen Quellen zur Osterroder Stadtgeschichte geht nicht hervor, welchen Anteil die Bürger an der gesamten Einwohnerschaft hatten. Erst aus späteren Jahrhunderten liegen entsprechende Angaben vor. Ende des 17. Jahrhunderts besaßen nur etwa 20% der Osterroder auch das Bürgerrecht. Es liegt nahe, dass auch im Mittelalter die Bürger stets nur eine Minderheit der Gesamtbevölkerung darstellten. Jedoch waren die Bürger trotzdem über den von ihnen gewählten Rat die einflussreichste Gruppe, die letztendlich die Geschicke der Stadt bestimmte. Die Abgrenzung der Bürger gegenüber den Einwohnern ohne Bürgerrecht diente so auch der Bewahrung von Privilegien und politischem Einfluss. Die Rechtsstellung der Bürger war im Vergleich zu den Einwohnern ohne Bürgerrecht deutlich besser. So konnten zum Beispiel nur Bürger Grundstücke bzw. Häuser in Osterode erwerben. Auch war nur Bürgern, die ein entsprechend berechtigtes Haus besaßen, das Bierbrauen gestattet. Auch andere wirtschaftliche Tätigkeiten blieben den Bürgern alleine vorbehalten. Im Gegensatz zu den meisten Landbewohnern genoss der Stadtbürger auch Freizügigkeit und war somit nicht an die Scholle gebunden. Er konnte also, wenn er es wünschte, auch aus der Stadt wegziehen. Der Bürger verfügte auch über ein freies Erbrecht, so hatte der Stadtherr keinen Anspruch auf einen Anteil an seinem Nachlass. Der Herr eines hörigen Landbewohners hingegen konnte einen Teil des Erbes für sich einfordern. Der Stadtbürger genoss also im Vergleich zu seinem bäuerlichen Umfeld recht umfangreiche Freiheiten von Person und Eigentum. Die städtische Bürgergemeinschaft mit ihren Freiheiten stellte damit einen eigenen Stand in der sonst aristokratisch-bäuerlich geprägten Gesellschaft des Mittelalters dar. Jeder größere Zusammenschluss ist auf Dauer nur handlungsfähig, wenn einzelne Personen oder eine Gruppe beauftragt werden, für ihn zu handeln.
Aus dieser Notwendigkeit entwickelten sich in den Städten die Ratskollegien, die als Exekutivorgan der Bürgergemeinde dienten. Die meisten Stadtverfassungen bestimmten ein Kollegium und nicht nur einen Einzelnen, um die Bürger zu vertreten. Wesentlich war auch, dass man nur durch eine Wahl im Ratskollegium Mitglied werden konnte. Die Ausübung von Amtsgewalt durch einen Stadtrat unterschied sich damit grundsätzlich von der damaligen Adelsherrschaft, bei der die Geburt darüber entschied, ob man eine Führungsposition erhielt. Ratsleute werden in Osterode bereits kurz nach der Stadtrechtsverleihung in den Urkunden erwähnt. Die Ratsmänner, die natürlich auch das Bürgerrecht besitzen mussten, wurden jedes Jahr von den Bürgern neu gewählt. Erst sehr viel später, am Ende des 16. Jahrhunderts, setzte sich die Wahl der Ratsherren auf Lebenszeit durch. Die Ratsherren schworen einen Diensteid, der alljährlich anlässlich des Gesamteides der Bürgerschaft zu leisten war. Das heißt, die Eide des Rates und der Schwur der Bürgerschaft waren aufeinander bezogen. Sie begründeten eine wechselseitige Verpflichtung innerhalb der städtischen Gesellschaft. So stellte die durch Eid verbundene Gemeinschaft ein grundlegendes Merkmal der Stadtverfassung dar. Zunächst konnten wohl alle Osteroder Bürger für das Ratsgremium kandidieren, doch setzte später eine Trennung zwischen ratsfähigen und nicht ratsfähigen Bürgern ein. Das heißt, nur noch bestimmte Bürger der städtischen Oberschicht besaßen die Ratsfähigkeit und kamen damit als Kandidaten in Frage. So blieb ein Teil der Bürgerschaft von einer Mitarbeit im Ratsgremium ausgeschlossen. Diese Ausgrenzung vom passiven Wahlrecht war sicherlich für die innerstädtischen Konflikte im 15. und 16. Jahrhundert mitverantwortlich. Auch das aktive Wahlrecht zum Rat unterlag Beschränkungen. So waren nur die Bürger, nicht die anderen Einwohner der Stadt, berechtigt, die neuen Ratsmitglieder zu wählen. Recht früh hatte sich aus der Versammlung der Stadtvertreter ein Doppelgremium entwickelt, das aus dem alten und dem neuen Rat bestand. Der neue Rat führte dabei die laufenden Geschäfte. Der alte Rat, der im vorhergehenden Jahr die Verantwortung hatte, fungierte hingegen nur noch als Berater. Diese Kombination von altem und neuem Rat war keine Osteroder Eigenart, sondern fand sich auch in anderen Städten im niedersächsischen Raum. Zunächst hatte der Osteroder Stadtrat 10 Mitglieder, später, nach der Einführung des Doppelgremiums, wuchs die Anzahl auf bis zu 24 Ratsmänner. Erst Anfang des 15. Jahrhunderts wird ein Vorsteher des Ratsgremiums genannt, der zunächst als Ratsmeister, dann als Bürgermeister bezeichnet wurde. Der Rat, der ursprünglich lediglich als Exekutivgremium der Bürgergemeinde agierte, entwickelte sich zunehmend zu einer Art Stadtregierung mit einer Tendenz zu durchaus obrigkeitlichen Zügen. Während die Ratsherren ursprünglich nur als Repräsentanten der mit ihnen gleichberechtigten Bürger galten, gewann das Ratsgremium im Lauf der Entwicklung zunehmend an Befugnissen gegenüber der Einwohnerschaft. Die Ratsherren wandelten sich sozusagen von Sprechern zu Vorstehern des Bürgerverbandes. Bürgermeister und Rat lenkten als zentrale Verfassungs- und Verwaltungsinstitutionen die Geschicke der Stadt. Sie waren berechtigt, Steuern und Abgaben von den Stadteinwohnern zu erheben. Sie verwalteten das städtische Vermögen. Bürgermeister und Rat konnten Gebote und Verordnungen erlassen, um das städtische Zusammenleben zu regeln. Und sie übten darüber hinaus auch die Gerichtsbarkeit aus. Somit vereinte der Rat, lange bevor es eine Gewaltenteilung gab, sowohl exekutive, legislative als auch judikative Befugnisse in seiner Hand. Ein Beispiel für den Ausbau der städtischen Freiheit auf Kosten des Landesherrn bietet das Amt des Osteroder Vogtes. Der Vogt war ein vom Herzog eingesetzter Beamter, der als Vertreter des Stadtherrn dem Stadtgericht und dem Stadtrat vorstand. So besaßen die Vögte zunächst umfangreiche Aufsichtsrechte und kontrollierten die Arbeit des Rates. Doch gelang es den Osterodern schrittweise, den Einfluss des Vogtes zurückzudrängen. Schließlich verpfändete der Herzog die Vogtei von Osterode mit dem Gericht sogar an den Rat der Stadt. Auch wenn dieses Pfand vom Landesherrn wieder eingelöst wurde, beschränkten sich fortan die Funktionen des Vogtes lediglich auf einen Vorsitz im Gericht. Auf die laufende Arbeit des Rates hatte der Vogt somit kaum noch Einfluss. Auch im Bereich der Rechtspflege konnte der Rat seine Position stärken. Vor seinem Gericht konnten sowohl Zivilsachen als auch Strafverfahren verhandelt werden.
Die Rechtsprechung durch ein städtisches Gericht erlaubte es den Osterodern, die eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Sie stellte somit ein Stück Unabhängigkeit und Freiheit von fürstlicher Bevormundung dar. So hatte ein Stadtgericht einen hohen symbolischen Wert für das Gemeinwesen. Galt doch die Gerichtsgewalt im Mittelalter als das zentrale Herrschaftsrecht schlechthin. Daneben verschaffte das Gericht durch Gebühren und Strafen auch beträchtliche Einnahmen, die man gerne in der Stadt beließ. Neben der Verwaltung der innerstädtischen Angelegenheiten oblagen Bürgermeister und Rat auch die Vertretung der Stadt nach außen. So vertraten sie die Interessen der Stadt und ihrer Bürger zum Beispiel gegenüber dem Herzog und anderen Adeligen, gegenüber den kirchlichen Einrichtungen oder auch gegenüber anderen Städten. Schon im Mittelalter zogen die Grubenhagener Herzöge bei einigen ihrer Entscheidungen Vertreter des niederen Adels, der Städte und des Klerus hinzu. Aus dieser gelegentlichen Beteiligung entwickelten sich im Lauf der Zeit die Landstände. Diese Landstände tagten relativ regelmäßig und konnten gewisse Mitspracherechte für sich in Anspruch nehmen. Insbesondere im Bereich des Steuerwesens mussten die Herzöge die Stände beteiligen. Im Fürstentum Grubenhagen gliederten sich die Landstände in die drei Kurien der Ritterschaft, der Geistlichkeit und der Städte. Der Stadtkurie gehörten dabei nur Vertreter der beiden Städte Osterode und Einbeck an. Die Osteroder gingen auch Bündnisse mit anderen Städten ein, um ihre Interessen zum Beispiel gegenüber den Fürsten zu vertreten oder um gemeinsam gegen Wegelagerer vorzugehen. Sogar eine zeitweilige Mitgliedschaft in der Hanse ist nachweisbar. Schon 1152 hatte man die Siedlung Osterode mit dem Markt in den Talgrund verlegt. Der alte Dorfbereich auf der Höhe des Rollberges wurde aufgegeben und die dort noch vorhandene St. Jakobikirche drohte zu verfallen. Dieses Gotteshaus lag auf dem Erbgut und somit im Verantwortungsbereich der Welfen. Daher fühlte sich diese Adelsfamilie verpflichtet, für dessen Erhalt zu sorgen. Dementsprechend stellte Kaiser Otto IV., ein Sohn Heinrichs des Löwen, die Jakobikirche unter seinen Schutz. Bald darauf übertrug man die Kirche einer Bruderschaft. Einige Jahre später wurde hier dann ein Frauenkloster gegründet, das die Welfenherzöge mit zahlreichen Schenkungen versahen. Um den Bereich um St. Jakobi weiter zu fördern, gründete Herzog Otto das Kind 1238 hier auch die Osteroder Neustadt. Herzog Otto das Kind stattete diese Neustadt mit den gleichen Rechten wie die Altstadt aus. Die beiden Bereiche im Talgrund und auf der Höhe des Rollbergs wuchsen rasch zusammen und konnten zu einer gemeinsamen Stadt vereinigt werden. Dementsprechend erweiterte man auch die Stadtmauer, die zunächst nur die Altstadt umschlossen hatte, und bezog auch das Jakobikloster und die Neustadt in den Mauerring ein. Im Zuge von Erbteilungen innerhalb des Welfenhauses entstand unter anderem das Fürstentum Grubenhagen, in dem auch die Stadt Osterode lag. Herzog Heinrich dem Wunderlichen war dieses Fürstentum zugefallen. Auf ihn geht auch die Zuordnung der Stadt Osterode zum Goslarer Stadtrechtskreis im Jahr 1293 zurück. Etwa 70 Jahre nachdem Osterode erste städtische Rechte erhalten hatte, wurde damit das Stadtrecht erweitert und auf eine neue Grundlage gestellt, wobei die bisher geltenden Rechtssätze durchaus ihre Gültigkeit behielten. Während Heinrich der Wunderliche auf Duderstadt und Einbeck das Recht der Stadt Braunschweig übertragen hatte, ging er im Hinblick auf Osterode von dieser Praxis ab. Zwar lag es generell im Interesse des Fürsten, die von ihm beherrschten Städte einem möglichst einheitlichen Rechtsraum zuzuordnen, doch gab es im Fall von Osterode Gründe, von der Bevorzugung des Braunschweiger Rechts abzugehen. Die Übertragung des Goslarer Stadtrechts auf Osterode ist wohl im Zusammenhang mit einer damals bereits bestehenden engen wirtschaftlichen Verflechtung der beiden Orte zu sehen, die durch die alte Harzstraße verbunden waren. Durch eine gemeinsame Rechtsgrundlage der beiden Städte im Nord- und Südharz wollte der Landesherr diese Beziehungen fördern und intensivieren. Die Übertragung von Rechten einer älteren, angesehenen Stadt auf jüngere Gemeinwesen gab es recht häufig. Außer Osterode hatten noch einige andere Orte ebenfalls das Goslarer Stadtrecht übernommen, wie Wernigerode, Halberstadt und Blankenburg. Ferner übte das Recht der Reichsstadt auch einen wesentlichen Einfluss auf eine ganze Reihe weiterer Orte aus,
die somit ebenfalls dem Goslarer Stadtrechtsraum zugerechnet werden können. Dazu zählen beispielsweise Osterwiek, Quedlinburg, Nordhausen, Mühlhausen, Altenburg, Derenburg, Aschersleben, Gröningen, Bokenem und eventuell sogar Zwickau. In welchem Maß jedoch der Goslarer Vorlage gefolgt wurde, unterschied sich dabei von Stadt zu Stadt. Aus dem Jahr 1219 stammt eine Aufzeichnung des Goslarer Stadtrechts, die verschiedene ältere Bestimmungen in einem Dokument zusammenfasst. Hier fanden sich in 50 Artikeln Rechtssätze zur Freiheit der Stadtbewohner, zu Gerichtsangelegenheiten sowie zu Erbschafts- und Besitzfragen. Ferner beziehen sich einige Regelungen auf die Münze, den Handel und die Zölle. Bis zur Übertragung des Goslarer Rechts auf Osterode Ende des 13. Jahrhunderts werden diese Bestimmungen jedoch schon einige Änderungen und Erweiterungen erfahren haben. Eine systematische Zusammenfassung des Goslarer Stadtrechts wurde erst später niedergeschrieben. Aufzeichnungen des Osteroder Rechts liegen erst aus der Zeit nach dem großen Stadtbrand von 1545 vor. Doch werden diese Statuten sicherlich auch viele Regelungen beinhalten, die bereits lange vor dem großen Stadtbrand festgelegt wurden. So wird in der ältesten erhaltenen Niederschrift auch auf die althergebrachten Statuten und löblichen Gewohnheiten der Stadt Osterode verwiesen. Neben den in den Statuten zusammengestellten Rechtsgrundsätzen gab es noch eine Reihe weiterer Privilegien, die für die Osteroder von Bedeutung waren. So war die Aufbewahrung der entsprechenden Urkunden in einem Archiv und die Anlegung von Privilegien oder Kundebüchern eine wichtige Aufgabe der Verwaltung, um die Rechte der Stadt gegenüber Außenstehenden auf Dauer zu wahren. Die Übertragung des Goslarer Stadtrechts bot dem Osteroder Rat die Möglichkeit, sich in Rechtsfragen an der in der Nordharzer Stadt üblichen Praxis zu orientieren. In Fällen von Unkenntnis oder bei Rechtsunsicherheiten konnten die Osteroder vom Goslarer Rat Auskünfte oder Gutachten einholen, um zu einer rechtskonformen Entscheidung zu gelangen. Auch trat der Goslarer Rat als Schlichter auf, wenn es zwischen dem Rat und Bürgern in Osterode zu Streitigkeiten kam. Doch wurden die in den einzelnen Städten geltenden Rechtssätze auch weiterentwickelt und durch neue Bestimmungen ergänzt. Im Zuge dieser Entwicklung erlangten in den Städten, die einst das Goslarer Stadtrecht übernommen hatten, Rechtsnormen Geltung, die von den in der Reichsstadt geltenden Regelungen abwichen. Ein wesentlicher Bestandteil eines Stadtrechts war der Grundsatz »Stadtluft macht frei«, der den Stadtbewohnern ihre persönliche Freiheit garantierte. Man unterschied im Mittelalter Freie und Unfreie. So galten zum Beispiel Leibeigene oder die von ihrem Grundherrn abhängigen Bauern als unfrei. Diese Unfreien waren in ihren Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt. Hinzu kamen noch hohe Abgaben und Frondienste, die die Landbevölkerung belasteten. Wenn ein sogenannter Unfreier ein Jahr und einen Tag unangefochten in der Stadt gelebt hatte, gewann er seine persönliche Freiheit. Das heißt, der bisherige Herr hatte seine Einflussrechte auf ihn damit verloren. Natürlich war die Perspektive, seine persönliche Freiheit zu gewinnen, für viele Landbewohner sehr attraktiv und führte zu einer frühen Landflucht in die Städte. Um ihre Arbeitskräfte zu halten, forderten Adelige die nach Osterode entwichenen Eigenleute zurück. Doch gab es auch Fälle, in denen die nach Osterode zugewanderten aus der Leibeigenschaft entlassen wurden. Die Herzöge von Braunschweig-Grubenhagen beherrschten nur ein relativ kleines Territorium. Es bestand im Wesentlichen aus zwei nicht miteinander verbundenen Gebietsteilen um Einbeck einerseits sowie um Osterode, Herzberg und Duderstadt andererseits. Die Erträge aus diesem kleinen Fürstentum Grubenhagen blieben begrenzt. Doch die Ausgaben der Herzöge standen häufig in keinem angemessenen Verhältnis zu ihren überschaubaren Einkünften. Die Unterhaltung vieler Residenzburgen, die aufwendige Hofhaltung, der Reichsdienst und nicht zuletzt die zahlreichen Fehden sowie die teils abenteuerliche Lebensführung der Herzöge zerrütteten die Finanzen der Grubenhagener. Auch die Tätigkeit der Grubenhagener Herzöge als Kriegsunternehmer, also Söldnerführer, zahlte sich nicht aus und ließ deren ohnehin schon beträchtlichen Schuldenberg eher noch anwachsen.
Diese finanziellen Schwierigkeiten zwangen die Herzöge von Braunschweig-Grubenhagen mehrfach, Teile ihrer Herrschaft zu verpfänden oder zu verkaufen. Die schlechte Finanzlage der Landesherren schwächte natürlich deren Machtbasis. Und die Osteroder konnten diese Schwäche der Herzöge geschickt für sich nutzen, um die städtischen Freiheiten zu erweitern. Eine Gelegenheit, eine Bestätigung und Erweiterung der städtischen Rechte zu erreichen, stellte die Huldigung eines neuen Landesherrn nach dem Tod seines Vorgängers dar. Dieser formale Akt der Huldigung diente zur Anerkennung des Herrschers und zur Versicherung der Untertanentreue gegenüber dem neuen Fürsten. Eine Huldigung war dabei aber kein einseitiger Unterwerfungseid, sondern sie band auch den Herzog, die Rechte der huldigenden Stadt zu wahren. So bestätigte der neue Herzog als Gegenleistung für die Huldigung in einer Urkunde die althergebrachten Rechte der Stadt. In einigen dieser sogenannten Huldebriefen wurden die Rechte der Stadt auch noch erweitert. Diesen Rechtserweiterungen waren in der Regel Verhandlungen zwischen dem Herzog und den Osterodern vorangegangen. Ihre wirtschaftliche Stärke versetzte die Bürger in die Lage, von den Landesherren, die sich häufig in einer finanziell schwierigen Situation befanden, bestimmte Zugeständnisse zu erhalten. Einfach gesagt, nutzten die Osteroder die Geldsorgen der Herzöge, um sich Freiheit zu kaufen. Nach der Verleihung des Stadtrechts gelang es den Osterodern aufgrund ihrer Wirtschaftskraft, die städtischen Privilegien und Freiheiten zu erweitern. Immer mehr landesherrliche Rechte gelangten an die Stadt, die ihre Stellung auf Kosten der Grubenhagener Herzöge kontinuierlich verbessern konnte. In den Stadtstatuten findet sich die Formulierung Res Publica als Bezeichnung für das Osteroder Gemeinwesen. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Res Publica schlicht öffentliche Angelegenheiten. Doch verbarg sich hinter diesen Worten noch mehr. So wurde das aus Res Publica hergeleitete Wort Republik schließlich zu einer Bezeichnung für eine Regierungsform, die ohne Könige und Fürsten auskam. Natürlich blieb über viele Jahrhunderte die Herrschaft des Adels in Osterode noch unangefochten. Jedoch waren die Bürger auch damals schon von dem Wunsch beseelt, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Eine weitergehende Emanzipation bis zu einer Unabhängigkeit vom Landesherrn konnten die Osteroder dabei jedoch nicht erreichen. Der Beginn der Neuzeit war geprägt durch zahlreiche Umbrüche und Veränderungen, die die mittelalterliche Welt hinter sich ließen. Reformation, Bauernkrieg, die schnelle Verbreitung neuer Ideen durch den Buchdruck sind nur einzelne Beispiele, die zeigten, dass die Menschen aufbrachen, ihre Welt neu zu gestalten. Innerhalb der Osteroder Einwohnerschaft traten damals vermehrt Spannungen auf, die teils soziale Ursachen hatten, teils aber auch durch die mangelnde Repräsentation großer Bevölkerungsgruppen verursacht wurden. Hinzu kam, dass viele Osteroder mit der Arbeit der städtischen Führungskräfte unzufrieden waren. Der Rat vertrat die Interessen der Bürger, doch fühlten sich andere Gruppen der Stadtbevölkerung dabei nicht ausreichend berücksichtigt. Diese Teile der Einwohnerschaft, die in Opposition zum Rat standen, organisierten sich und forderten mehr Mitspracherechte. Ende des 15. Jahrhunderts waren neben den Rat noch weitere Gremien getreten, die versuchten, Einfluss auf die Stadtpolitik zu nehmen. So gab es die aus der Handwerkerschaft gebildeten Gilden mit den Gildemeistern. Außerdem hatten sich die nicht im Rat vertretenen Einwohner, die sogenannte Gemeinheit, auch organisiert und als Sprecher einen Gemeinheitsmeister bestimmt. Die Arbeit der Gremien wurde von einem Gegensatz zwischen dem Rat auf der einen Seite und den Gilden und der Gemeinheit auf der anderen Seite bestimmt. Hinzu kam, dass eine klare Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen fehlte. Dieser Streit zwischen den rivalisierenden Gruppierungen innerhalb der Osteroder Einwohnerschaft konnte nicht gelöst werden, so dass schließlich Herzog Heinrich IV. Von Braunschweig-Grubenhagen und dessen Tante, die Herzogwitwe Elisabeth, eingeschaltet wurden. Gemäß einer Entscheidung der Landesherren schlossen der Rat einerseits und die Gilden und die Gemeinheit andererseits 1492 einen Vertrag. Doch konnten die darin enthaltenen Regelungen den Streit nicht beenden. Daher mussten im Abstand von wenigen Monaten noch zwei weitere Rezesse vom Herzog Heinrich IV. Und der Herzogwitwe Elisabeth erlassen werden. Das Ergebnis stellte eine erhebliche Einschränkung der Machtfülle des Osteroder Rats dar.
Der Rat musste fortan neben sich ein Aufsichtsgremium dulden, das die Gilden und die Gemeinheit aus ihren Reihen wählten. Da dieses Aufsichtsgremium aus 4 Vertretern bestand, wurde es auch als 4-Mannen bezeichnet. Diese 4 Mannen hatten weitreichende Kompetenzen und Mitspracherechte erhalten. Sie konnten an den Ratssitzungen teilnehmen, außerdem bedurften die Ratsbeschlüsse fortan einer Zustimmung durch die 4 Mannen, um Gültigkeit zu erlangen. Ferner beaufsichtigten die 4 Mann die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung der Stadt. Schließlich durfte die Stadt keine wichtigen Rechtsgeschäfte mehr ohne Zustimmung der 4 Mann tätigen. Um dies in der Praxis durchzusetzen, wurde das große Stadtsiegel fortan in einen Kasten mit 2 Schlössern verwahrt. Einen Schlüssel erhielt ein Ratsherr, während der andere Schlüssel von einem 4-Mann gehütet wurde. Somit war gewährleistet, dass beide Gremien tätig werden mussten, um wichtige Urkunden auszustellen. Der Rat, der bislang die Geschicke der Stadt alleine bestimmt hatte, musste erhebliche Einschränkungen seiner einstigen Machtfülle akzeptieren. Doch wollte der Rat seine bisherige Position nicht widerstandslos aufgeben. So gab es immer wieder Versuche seitens der Ratsmitglieder, die Tätigkeit der 4 Mannen einzuschränken. So hielten die Ratsherren einige ihrer Treffen in Privathäusern und nicht wie sonst üblich im Rathaus ab, um eine Teilnahme der 4 Mann an den Sitzungen zu verhindern. Doch intervenierte der Herzog und forderte, die Ratssitzung wieder im Rathaus und damit wieder unter Kontrolle durch die 4 Mann durchzuführen. Das wiederholte Eingreifen des Landesherrn macht deutlich, dass sich die unterschiedlichen Parteien innerhalb der Osteroder Einwohnerschaft vollständig zerstritten hatten und keine innerstädtische Einigung mehr erzielen konnten. Der Rat einerseits sowie Gilden und Gemeinheit andererseits misstrauten einander. Und insbesondere die ärmeren Bevölkerungsschichten fühlten sich und ihre Interessen vom Rat nicht ausreichend vertreten. Letztendlich konnte der Herzog diese Uneinigkeit der Osteroder nutzen, um seine Position gegenüber der Stadt zu stärken. Innerstädtische Auseinandersetzungen gab es, ähnlich wie in Osterode, auch in einigen anderen Städten. Sie waren häufig Ausdruck sozialer und politischer Spannungen, die von den Bürgermeistern und Räten nicht mehr aufgelöst werden konnten. Schließlich entluden sich diese ungelösten Probleme in gewalttätigen Konflikten, die im Ergebnis häufig zu einer Schwächung der Stadt gegenüber dem Fürsten als Stadtherrn führte. Auch in Osterode gab es trotz der Einführung der 4 Mannen immer wieder teils erhebliche Spannungen zwischen dem Rat und Bürgermeister einerseits und Teilen der Einwohnerschaft andererseits. Diese Auseinandersetzungen wurden mit großer Erbitterung geführt. Im Jahr 1502 fühlte sich der Rat von den Einwohnern so massiv bedroht, dass er beim Herzog auf Schloss Herzberg Schutz suchen musste. Im Frühjahr 1510 eskalierten die seit vielen Jahren schwelenden und nie gelösten Konflikte. Ein geringer Anlass genügte, um die Stadt in Aufruhr zu versetzen. Ein Kleinstadtskandal mit übler Nachrede reichte aus, um den Bürgermeister Heiso Freienhagen zur Flucht nach Herzberg zu bewegen. Dort suchte er Schutz bei Herzog Philipp I. von Braunschweig-Grubenhagen, der sich schlichtend in die Auseinandersetzung einschaltete. Nach dem Gebot des Herzogs sollte Bürgermeister Freienhagen auf seinen Osteroder Posten zurückkehren. Außerdem befahl er eines der Lästermäuler, die Michelmensche, aus der Stadt zu verweisen. Ferner sollte einem Diener des Herzogs, Ernst Niggemeier, der in seiner Ehre gekränkt wurde, Genugtuung durch den Rat widerfahren. Als Zeichen seines guten Willens nahm Herzog Philipp die Stadt trotz der Vorfälle wieder in Gnaden an und bestätigte ihre Rechte und Privilegien. Doch sollte sich auch nach der Rückkehr des Bürgermeisters Heiso Freienhagen die Lage in Osterode nicht beruhigen. Eine Bürgersfrau und Jakob Lourdes verbreiteten Gerüchte über die Ehefrau des Bürgermeisters und unterstellten ihr Ehebruch. Für diese üble Nachrede wurde Lourdes und die Bürgersfrau vom Stadtgericht verurteilt und zur Strafe auf dem Kornmarkt an den Pranger gestellt. Die Anhänger und Freunde der an den Pranger gestellten Personen zettelten daraufhin einen Aufruhr an und vertrieben Bürgermeister Freienhagen nochmals aus der Stadt. Freienhagen flüchtete wiederum zum Herzog auf Schloss Herzberg. Nach einigen Tagen kehrte er jedoch auf den herzoglichen Schutz vertrauend nach Osterode zurück. Die Nachricht von Freienhagens Rückkehr verbreitete sich in Windeseile in der Stadt. Eine aufgebrachte Menschenmenge strömte zusammen und ermordete den Bürgermeister.
Herzog Philipp, unter dessen Schutz sich das Mordopfer befunden hatte, war sehr erzürnt über die Missachtung seiner Befehle und ging hart gegen die Aufrührer vor. Die Rädelsführer wurden hingerichtet, deren Vermögen zog der Landesherr ein. Der Grubenhagener Herzog entmachtete den Osteroder Rat und entzog der Stadt ihre Privilegien und Rechte. So führten auch herzogliche Bedienstete die Untersuchung über die Mordtat und nahmen die Bestrafung der Täter vor. Damit missachtete der Landesherr das eigentlich zuständige Stadtgericht und griff direkt in einen Kernbestand der städtischen Freiheiten ein. Erst nachdem die Ratsmitglieder ihre Unschuld an der Ermordung Freienhagens darlegen konnten, setzte sie der Herzog wieder in ihre Ämter ein. Da sie jedoch die Mordtat nicht verhindert und gegen seine Anweisungen verstoßen hatten, forderte Herzog Philipp von der gesamten Stadt umfangreiche Sühneleistungen. Die Osteroder mussten Baumaterial für das neue Franziskanerkloster unterhalb der alten Burg liefern. Außerdem musste die Stadt eine hohe Geldbuße an den Herzog zahlen. Ferner wurde der Stadtwald vom Herzog eingezogen und erst nach Jahren und entsprechenden Zahlungen erhielten die Osteroder ihren Forst wieder zurück. Infolge der Ereignisse hatte die Stadt Osterode hohe materielle Schäden und Einschränkungen der städtischen Freiheiten hinzunehmen. Als Profiteur der Vorgänge kann nur Herzog Philipp I. von Braunschweig-Grubenhagen gelten, der die innerstädtischen Auseinandersetzungen in Osterode geschickt genutzt hatte, um seine Machtposition gegenüber der Stadt zu stärken. Eine weitere wesentliche Einschränkung der städtischen Selbstverwaltung erfolgte im Jahr 1529. Anlass für dieses erneute Eingreifen des Herzogs gaben wiederum, wie es hieß, Mutwilligkeit und Ungehorsam der Osteroder. Dabei kritisierte der Landesherr insbesondere die Tätigkeit des Stadtgerichts, das angeblich seine Kompetenzen überschritten und damit das fürstliche Gericht in seinen Rechten beschnitten hatte. Als Vermittler in diesem Konflikt wurde Herzog Philipps Bruder Erich, der Fürstbischof in Osnabrück und Paderborn war, eingeschaltet. Natürlich war in dieser Konstellation keine für die Stadt günstige Entscheidung zu erwarten. Dementsprechend wurde der Stadt schließlich ein Vertrag aufgezwungen, der das Amt des Schultheißen einführte. Dieser Schultheiß war ein vom Landesherr eingesetzter Beamter, der mit umfangreichen Befugnissen gegenüber der Stadt ausgestattet wurde. Der Schultheiß war bei den Ratssitzungen stets anwesend, ohne seine Zustimmung konnte keine Entscheidung getroffen werden. Das gesamte Handeln der Stadtverwaltung unterlag der Kontrolle durch diesen landesherrlichen Beamten. Außerdem erhielt der Schultheiß den Vorsitz im Stadtgericht und durfte die Rechnungslegung der Stadtkämmerei kontrollieren. Durch dieses neu geschaffene Amt erlangte der Herzog nicht nur unmittelbare Kenntnis von den internen Beratungen der Stadtgremien, sondern konnte über seinen Schultheiß auch die Tätigkeit des Rates kontrollieren und steuern. Die Osteroder verloren damit eine wesentliche Voraussetzung städtischer Eigenständigkeit und Freiheit. Der Schultheiß stellte quasi einen Wiedergänger des mittelalterlichen Stadtvogtes dar. Beides waren Beamte des Herzogs, die in die Stadtverwaltung eingreifen konnten. Doch während die Osteroder die Einflussmöglichkeiten der mittelalterlichen Stadtvögte schon bald erheblich zurückdrängen konnten, blieb das Amt des Schultheißen bis 1834 bestehen. Da es in Osterode auch vor der Einführung des Stadtschultheißen wiederum zu Unruhen gekommen war, suchte man nach einer Lösung, um die innerstädtischen Streitereien zu unterbinden. Der Rat hatte, wenig überraschend, die Gildemeister und die Gemeinheitsmeister als Betreiber des Aufruhrs und darüber hinaus generell als Unruhestifter ausgemacht. Um in Zukunft die Zwistigkeiten innerhalb der Osteroder Einwohnerschaft einzudämmen, wurden die mit dem Rat rivalisierenden Gremien kurzerhand ihrer wesentlichen Einflussmöglichkeiten beraubt. So untersagte man den Gildemeistern und Gemeinheitsmeistern die Teilnahme an den Ratssitzungen. Außerdem sollten sie fortan, wie es hieß, dem Schultheißen und Rat nichts zuwider vornehmen. Die Osteroder hatten es verstanden, seit der Stadtrechtsverleihung ihre Freiheiten gegenüber den Landesherren schrittweise auszubauen und einen relativ großen Handlungsspielraum zu erlangen. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts konnte diese Entwicklung erfolgreich fortgeführt werden. Danach schwächten Auseinandersetzungen innerhalb der Osteroder Einwohnerschaft ihre Position gegenüber dem Landesherrn.
Herzöge, Kurfürsten und Könige verschwanden im Lauf der Geschichte. Die Bürgerstadt blieb dagegen bestehen. Und ab dem 19. Jahrhundert konnten Freiheiten und Selbstverwaltungsrechte errungen werden, die die Kommunen heute zum wesentlichen Bestandteil des demokratischen Staatsaufbaus machen. Falls Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder Hinweise zum Vortrag haben, können Sie gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen oder sich an das Osterroder Stadtarchiv wenden.